Den normalen Scheinwerfereffekt bei den Anmerkungen, früher Callouts, gibt es schon ewig. Ich glaube, der ist sogar seit der ersten Version dabei. Aber er ist immer rechteckig. Und ich kann nicht mal den visuellen Effekt Eckenrundung darauf anwenden. Das funktioniert leider nicht. Das heißt, ich habe immer ein Rechteck in Schatten. Jetzt möchte ich aber die beiden Scheinwerfer und das Camtasia-Logo etwas hervorheben und den Rest abdunkeln. Da haben wir zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass ich nur einen Scheinwerfer-Effekt gleichzeitig verwenden kann. Und das zweite ist, dass, wie wir gerade gesehen haben, dass er nur mit einem Rechteck geht. Was mache ich also? Ich helfe mir mit einem von den relativ neuen Effekten und fange erstmal an, indem ich zu den Anmerkungen gehe und zu den normalen Formen und einfach hier über die gesamte Dauer meines Videos und über die gesamte Fläche ein Element drauflege, möglichst in schwarz oder dunkelgrau, und wähle dann hier mit der Deckkraft die Helligkeit, die ich haben möchte, so 70-80%, so in dem Dreh irgendwie. Jetzt zeichne ich hier in den Formen, wähle alle und wähle mir hier einen Kreis für die Scheinwerfer. Gehe hier rauf und wenn diese gelben Hilfslinien stören, kann ich die ganz einfach mit STRG Ü abschalten und dann kann ich das hier positionieren. Ich wähle mal die Deckkraft etwas niedriger, damit der Scheinwerfer da so ein bisschen durchguckt. Das ist Zufall, dass das jetzt wirklich so gut passt entsprechend. Auch den ziehe ich über die gesamte Dauer und kopiere ihn mir, STRG C, STRG V, und schiebe die Kopie rüber auf den anderen Scheinwerfer. Da passt das nicht ganz so gut, da muss ich ein bisschen kleiner werden, so vielleicht. Es geht jetzt nicht um das genaue Zeichnen, sondern es geht um das Prinzip. Und als drittes möchte ich das Camtasia-Logo noch hier entsprechend freistellen. Da nehme ich mir auch einfach ein Rechteck mit spitzen Ecken, also mit normalen Ecken sozusagen. Und hier funktioniert jetzt der visuelle Effekt Eckenrundung. Und wenn ich den draufziehe, sieht man schon, ich mache das auch hier mal ein bisschen transparent, damit man das entsprechend sieht. Und der Radius, das habe ich vorher ausprobiert, ist hier bei dem Logo 15. Und dann schiebe ich die Deckkraft wieder nach oben. Und auch bei den anderen beiden Elementen mache ich die Deckkraft wieder entsprechend auf 100%. Jetzt gruppiere ich diese drei Elemente, STRG G. Und ich sehe ja jetzt noch nicht den Inhalt, sondern ich sehe immer noch nur meine Formen. Und dazu nehme ich mir in den visuellen Effekten den Punkt Medienspurmaske und ziehe den auf die Gruppe. Und jetzt sieht man, es ist genau umgekehrt, wie ich es haben möchte. Also gehe ich hier in meinen Eigenschaften, statt Alpha-Kanal wähle ich Alpha-Kanal invertieren und habe ab dem Moment hier meine Scheinwerfer so erstellt. Da sind noch ein paar Unregelmäßigkeiten, aber das ist egal, das kriegt man ja relativ einfach korrigiert. Kann das Ganze hier noch vielleicht sogar mit einem Übergangseffekt versehen, einfach einer normalen Blende. Und wenn ich mir das dann angucke, dann sieht man das, sieht doch wunderbar aus. Viel Spaß beim Nachbauen!